Yo Leute, was geht? Hier ist wieder Chang und Jans, willkommen in einer neuen Folge von I wouldn't bet on it. Ist das denn gemacht? Puh, ja, Luft anhalten. Lange Luft angehalten, aber ja. Rolf hat uns ein Video eingeschickt, es ist sehr akrobatisch, sehr sportlich. Schauen wir doch gleich mal rein. Check it out! Was er vorhat. Ich heiße Youngs! Nochmal zum Mitschreiben. Youngs. Youngs! Oh. Youngs! Ah! Youngs! Youngs? Youngs! Youngs! Okay! Very interessante Sache mal wieder! Ey, echt mal interessant zu sehen, was für Leute unsere Videos gucken, ne? Ja. Gehobenes Alter, trotzdem was Sportliches. Ja, Boxsachen waren richtig geil, die Box. Weißt du, wie ich das verstanden habe, er will so ein Ding da umsetzen? Also, ein Kopftuch? Ein Kopftuch. Also, er möchte mit einem Stirnband, ja, woran ein Gummizug befestigt ist, mit einem weiteren Tennisball dran befestigt, möchte er von seiner Stirn aus ja, kontinuierlich immer diesen Ball wegschlagen mit Fäusten, ohne ihn innerhalb dieser 2 Minuten einmal zu verfehlen. Alter, genau. Schafft er das oder schafft er das nicht? Also, ich finde es definitiv schwierig, über 2 Minuten lang diesen kleinen Ball zu treffen, aber doch, ich denke schon, weil er ist ein Boxer. Ja, aber ist doch schon älter, nichts gegen dich, Rolf, aber ich bin nicht dafür dann halt. Ich bin nicht dafür. Cool. Ja? Ja, dann sind wir uns einig. Sind wir uns einig? Bestrafung. Wir sind uns einig, ja? Ja. Machen wir mit, genau, weil wir gerade Renovierungsarbeiten machen, ich weiß nicht, ob ihr das wisst, alle bei Facebook, muss den Kopf in so einen Kleister-Eimer tun. Und dann muss er die Dings kleistern, die Wand. Das ist geil. Aber ich setze noch einen oben drauf. Kopf rein. Ja. 20 Sekunden ausharren. Ja. Derjenige, ja, ich weiß nicht, 20 Sekunden Luft anhalten ist nicht müssen so schwer. Müssen wir schauen. Also am besten mit dem Strohhalm dann Luft holen. Wie wäre das denn? Das ist doch richtig geil, oder? Ja. Bukake. Dann mit der Fresse den Kleister an der Wand verschmieren. Okay. Ja? Viel Spaß dabei. Danke. Ihr auch. Ja, was ich noch mal fragen wollte, das interessiert mich, was sagt ihr dazu? Kennt jemand diese Szene, mit, das waren diese alten Jackie Chan Filme, wo der eine dann so, weißt du? Okay. I wouldn't bet on it, I wouldn't bet on it, I wouldn't bet on it. Warte! Wir sind hier in Hamburg auf der Schanze mit Jakob. Und Delary, Super Asian Brothers. A one, a two, a one, two, three, four. I wouldn't bet.